So, die deutsche Mannschaft von links nach rechts in den grünen Jerseys. Ganz in Rot, der Gast aus Vietnam. Lena Lapwein war das mit der 14. Schön auf Anjomi in den Strafraum ausgelegt und Tor! 1:0 für die deutsche Mannschaft. Da kollidiert sie mit dem Torpfosten. Schauen wir uns nochmal an. Verliert er das Gleichgewicht. Aber ist wohl nichts passiert. Die Paulina Kunde. Vielleicht hören Sie das auch hier, jetzt über unsere Außenmikrofone. Viele, viele Fans sind mitgekommen. Hier zum Biberberg, feuern ihre Mannschaft an. Ja, und das sind die Bälle, von denen ich sprach. Nächste Möglichkeit für die deutsche Mannschaft. Und Vietnam kommt über die linke Seite. Durch die. Und Möglichkeit. Guter Schuss aufs Tor. Glänzend gehalten von Merle Frohms. Ja, und da hat Merle Frohms einen Augenblick, glaube ich, diesen Ball gar nicht mal so gefährlich eingeschätzt. Guter Ball auf Kössler, die mir ausgesprochen gut gefällt. In ihrem Länderspieldebüt nach dieser schön getimten Flanke, die Direktabnahme. Also das war wirklich ein Zentimeter. Lapwein. Und der Ball schön gemacht. Und glänzend aufgepasst von der Torhüterin. Beachtung, Vietnam kommt wieder über die linke Seite. Und gute Schussposition und glänzend gehalten von Merle Frohms. Wann war das? Einer der beiden Sechseln, die sich damit eingeschaltet hat. Also ein wirklich schön anzuschauendes Fußballspiel hier. Dank auch dem Gast aus Vietnam, der sich hier solche Torchancen erarbeitet. Eins zu null erst für das deutsche Team, das gut begonnen hatte nach dem Tor von Krumbiegel. Und jetzt hätten sie fast diese Chance nutzen können. Ja, es gibt einiges zu besprechen. Die Bundestrainerin auf dem Weg in die Kabine. Immer wieder irgendeine Spielerin, irgendein Bein ist da, irgendein Körper, der den Ball da nicht zur reinstartenden deutschen Spielerin kommen lässt. Toll geklärt. Toll gespielt. Hatte einen Moment die Luft angehalten. Laura Freigang, die sich blitzschnell löste. Das sind diese Bälle, diese tiefen Bälle hinein Richtung gegnerischer Strafraum. Toll gemacht, blitzschnell. Technisch brillant die Ballannahme und dann sofort Richtung Tor abgezogen. Ja, das wäre ein Treffer wert gewesen. Laura Freigang, die Frankfurterin. Hagel, nochmal. Diesmal dicht vors Tor. Das sind doch die Aktionen, in denen man mit den körperlich größeren Spielerinnen dort den Gegner in Verlegenheit bringen könnte. Gut gemacht. Schön antizipiert, herausgekommen, das lange Bein von Tang. Nächster Eckball. Naja, und sie war da. Sie stand am richtigen Punkt, an der richtigen Position. Tabea Sellner, die Wolfsburgerin.
Bundestrainerin hat alles ausgeschöpft jetzt, was möglich ist. Und dann dieser Fehler. Und Merle Fruhms. Gottlob reagiert sie da blendend. Ja, und betretene Gesichter da oben auf der Tribüne. Das falsche Timing. Man erahnt sie, diese Rückgabe. Und Fruhms macht den Winkel ganz, ganz klein. Und jetzt ist die Bundestrainerin sauer. Kleine Anne, die erst ein paar Sekunden auf dem Feld war, mit diesem Fehler. Dieser 12. Mann, die Zuschauer, die Fans, die sicherlich sehr, sehr gerne das ein oder andere Tor mehr gesehen hätten. Und dann ist es endlich da, das 2:0. Was für eine Lösung! Das 2:0 für die deutsche Mannschaft in der 79. Minute. Minge, gucken wir uns noch mal an, in aller Ruhe. Abseitsposition, nein. Schöne Reingabe, Abseitsposition, nein. Auch hier das Kopfballspiel, das die deutsche Mannschaft gewinnt. Und dann die Direktabnahme in Liegen. Toll herausgespielt, präzise die einzelnen Passfolgen, keine Abseitsstellungen. Und das 2:0. Endlich, Mensch, jetzt können wir durchschnaufen, durchpusten. Ich glaube, da geht jetzt nichts mehr schief am Ende. Und jetzt die Vietnamesinnen mit dem Anschlusstreffer. Nein! Und alle hier springen auf. Aber Fruhms ist da. Merle Fruhms rettet das 2:0. Boa, mit der Riesenchance zum Anschlusstreffer. So, der lange Ball jetzt und der lange und schnelle Sprint. Merle Fruhms kann sie noch mal zeigen, was sie drauf hat. Tor! Tor für Vietnam! Und alle gönnen wir es hier, dieser Mannschaft, in der Nachspielzeit. Glänzender Treffer, 1:2. Für mich eine der schönsten Aktionen in diesem Spiel. So viel Anerkennung und so viel Respekt muss sein. Und schauen Sie sich mal den Jubel an, dort drüben. Am Ende reicht das aber zu einem 2:1 Sieg. Und es gibt einiges noch zu tun. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.